Sie muss wieder los. Christiane Kreipe hat eines der dringlichsten Probleme in Norddeutschland zu lösen. Ihr Auftrag: Unterkünfte für Flüchtlinge finden. Für die Sozialbehörde ist sie deshalb in Hamburg auf der Suche nach freien Flächen und leerstehenden Gebäuden. In einer Stadt, in der Wohnraum immer knapper wird, muss sie 4000 Flüchtlinge unterbringen, noch in diesem Jahr. Also wenn ich jetzt hier so längst fahre und weiß, die Fläche kommt gleich, bin ich immer am gucken, was ist in der Nähe an Einkaufsmöglichkeiten, Lidl, Aldi. Wenn ich das schon sehe, denke ich, ah gut, denn wir müssen immer so ein bisschen gucken, dass die Infrastruktur rundherum auch stimmt, dass die Menschen einkaufen gehen können, dass sie dass Schulen in der Nähe sind, Kindergärten in der Nähe sind, sodass wir irgendwie immer, ja, immer schon, dass ich immer so den Blick habe dafür. Diesmal geht's nach Wilhelmsburg. Das ist eine Fläche, die haben wir in einer Veranstaltung zugeworfen bekommen. Plötzlich fiel der Name, warum gehen Sie eigentlich nicht da und dahin? Und dann sitzt man in so einer Veranstaltung, kennt weder den Namen noch kennt die Fläche und kann nichts dazu sagen. Und alle lehnen sich auch gemütlich zurück und sagen, na, da hat doch jetzt einer mal ein Angebot gemacht. Von Lidl und Aldi keine Spur. Bereits ihr Blick in den Stadtplan verriet, diese Fläche ist eher nicht zum Wohnen geeignet. Aber Christiane Kreipe muss jeden Vorschlag prüfen. Tja, das ist ja auch schön hier. Es ist gar nicht ganz klar, welche Fläche es ist. Wir haben eine Adresse bekommen, Kollhornweg Nummer 8. Vom Stadtplan her wäre es hier. Wenn wir sehen, das scheint nicht mehr genutzt zu sein. Das heißt, hier gab es einen Betreiber, die wahrscheinlich das aufgeben werden, möglicherweise. Wenn man längst guckt, die einzige Freifläche, die wir dann noch hätten, wäre vor diesem Gebiet hier. Es riecht hier auch. Das wäre auf jeden Fall Geruch, Lärm, Industrie. Das sind Menschen, die müssen hier leben, die sollen hier leben. Und irgendwie gibt man ihnen auch keine Chance, wenn man sie auf so eine Art und Weise unterbringen würde. Und das würden wir von der Stadt her auch niemals tun. Das ist nicht zu verantworten. Dieser Tipp mal wieder ein Flop. Das war ein Ausweichmanöver, würde ich sagen, um von einer anderen Sache abzulenken, von einer anderen Fläche. Also würde ich an der Stelle wirklich dann unterstellen. Schnell weg und weitersuchen. Eine Infoveranstaltung in Hamburg-Harvestehude. Bezirksamtsleiter Thorsten Seewicke muss heute den Anwohnern beibringen, dass er 220 Flüchtlinge in einem leeren Gebäude unterbringen will. Hier, mitten im Nobelviertel in ihrer Nachbarschaft. Wir haben das Problem, das sich uns stellt, nämlich die Unterbringung von Menschen aus Kriegsgebieten, aber auch von Menschen, die aus anderen Gründen zu uns kommen. Wir haben dieses Problem zu lösen. Wir haben Unterkünfte zu schaffen. Christiane Kreipe sucht Flächen und Gebäude aus. Seewicke muss diese dann durchsetzen und erklären. Es sind mühsame Jobs. Es gibt Anwohner, die heißen die Flüchtlinge willkommen. Und es gibt Anwohner, die kann auch Seewicke nicht überzeugen. Dieses mit 220 bis 240 Leuten auf ein Dutt in unterschiedlicher Ausprägung wird dort zu einem Horrorhaus werden. Da werden Feste gefeiert, kulturell, da kommen Besucher, da sitzt man auf der Straße. Dann taucht dort die Vollverschleierung auf. Wie soll sowas funktionieren? Ich meine, wir wissen aus dem Kuhstall, aus dem Hühnerstall, ich kann nur ähnliche Leute zusammenbringen. Die jetzt eine neue Wohnung gekauft haben, das habe ich so aufgeschnappt beim Parken. Ja, jetzt setzen uns hier Asylanten vor die Tür und wir haben ja 3 Millionen für die Wohnung bezahlt. Nicht? Da ist ja die nur noch die Hälfte wert. Und was bräuchte es hier in der Gegend, damit man hier auch Ausländer und Asylbewerber integrieren kann? Also was fehlt hier? Warum muss es in dieser Gegend sein? Hauptsache nicht vor der eigenen Haustür. Noch hält Seewicke an seinem Plan fest, Flüchtlinge in dem Nobelviertel unterzubringen. Wie oft haben Sie schon den Satz von möglichen Anwohnern gehört, klar müssen wir die Flüchtlinge aufnehmen, aber doch nicht hier? Eigentlich jedes Mal. Das ist ein Satz, der ganz häufig fällt. Das ist auch nachvollziehbar, weil jeder aus seiner Betroffenheit sagt, Mensch, das ist hier aber ganz schlecht und glaubt,
hofft, dass es an anderer Stelle viel einfacher sei, Menschen unterzubringen. Meine Erfahrung aus den letzten 2 Jahren ist, das ist nicht der Fall. Es ist überall schwierig. Schwierig ist es auch hier. Hausmeister Mustafa Ersoy erwartet heute 6 neue Flüchtlinge aus Afghanistan. Gemeinsam mit Verwalter Richard Mühlenberg betreut er eine Wohnsiedlung am Grandweg in Hamburg-Lockstedt. Viele Mieter leben hier. Aber auch Flüchtlinge. In ehemals leerstehenden Wohnungen, die eigentlich umgebaut werden sollten. Ja, dann brauchen wir hier noch in dem Zimmer auch noch 2 Schränke. Und dann müsste es eigentlich soweit erstmal sein. Die Bettgestelle werden ja noch gebracht. 40 der 98 Wohnungen in der Siedlung sind nun für Flüchtlinge bestimmt. Ja, dann war es das erstmal. Die sieht ja richtig gut aus. Wir haben hier einen Park hinter der Anlage. Man hat gute Einkaufsmöglichkeiten. Es gibt hier die Straße runter, Grandweg in Aldi, hier um die Ecke in der Stresemann Allee, ein Edeka-Geschäft. Die Schulen liegen rundherum, Kindergärten sind da. Wir kriegen viele Spenden aus der Nachbarschaft, Kinderwagen, was alles, was gebraucht wird. Und ich denke, es wird ein nettes Miteinander werden. Dauert eine Zeit. Seit 3 Wochen lebt auch diese Familie aus Syrien hier. Auch sie haben Spenden bekommen. Sie kommen aus Homs. Wollen nicht erkannt werden, weil sie Angst um ihre Angehörigen zu Hause haben. Jeden Tag fielen Bomben auf ihre Stadt. Dann erlebten sie, wie ihre Nachbarn erschossen wurden. Sie entschieden sich zur Flucht. I want open. I press this. The car is weak, weak, you know. Als ich das Auto aufgemacht habe mit der Fernbedienung, haben Scharfschützen knapp an meinem Kopf vorbeigeschossen und das Auto getroffen. Shoot. Me. After, over my head in the car. Trotzdem haben sie es geschafft, Homs zu verlassen. Ihre Heimatstadt ist völlig zerstört. Das Krankenhaus ist sehr, sehr gut. Aber jetzt, seht. Da gingen wir immer hin, um einzukaufen. Gemüse und Obst. Schleuser brachten die Familie über das Mittelmeer nach Sizilien, dann nach Hamburg. 12 Tage on the road. Wir waren 12 Tage unterwegs. Keiner hat geschlafen. Everybody. Konnten Sie etwas essen? No. Sie sind dankbar, dass Sie hier Zuflucht gefunden haben. Das Einzige, was Sie von zu Hause mitnehmen konnten, ist in diesem Rucksack. Für mich, meinen Mann und die beiden Kinder. Ich wünsche mir, meine Familie wiederzusehen. Es geht mir nicht so sehr um Syrien, aber um meine Familie. Ich möchte meine Schwestern wiedersehen, meine Mutter, meinen Vater. Ich weiß nicht, ob ich sie jemals wiedersehen werde. Er wohnt auch in der Siedlung. Rüdiger Mioska macht seinen abendlichen Rundgang. Seit hier immer mehr Flüchtlinge leben, ist nicht mehr alles so, wie es sich gehört. Bis hier vorne hin war das mit Müll und sodass sehr schnell sich auch die Ratten hier breit gemacht hatten, die am Tage auch gesehen worden sind. Mioska dokumentiert die Veränderungen penibel, auch die Müllvermehrung. Wenn Sie das genau sehen, da sind immer noch die Klappen zu. Also da passt noch was rein. Ist es denkbar, dass Sie versuchen, denen das beizubringen? Nee, ich nicht. Ja, ich körperlich nicht. Nein. Weil immer mehr Menschen in der Siedlung wohnen, gibt es auch mehr Müll. Die Verwaltung will die Mülltonnen in Zukunft häufiger leeren lassen. Christiane Kreipe ist inzwischen zurück in der Sozialbehörde. Ja, das ist, wenn ich es richtig gesehen habe, liegt das auch im Industriegebiet. Das wird uns besonders. Nach dem Rheinfall mit der Fläche in Wilhelmsburg bespricht sie mit ihrer Chefin, welche anderen Möglichkeiten noch in Frage kommen. Das ist total bewaldet. Richtig. Und für eine kurzfristige Maßnahme, wie wir jetzt die Not haben, würde das auf keinen Fall klappen.
Die Auffanglager sind völlig überbelegt. 750 Flüchtlinge warten dringend auf Wohnraum. Wir hätten auch gerne eine Reservefläche, wo man sagen könnte, die kann man notfalls nehmen, um Container drauf zu bauen. Ja, aber die gibt's nicht. Nee, die gibt's nicht. Die Zeiten sind vorbei. Dazu ist Hamburg zu dicht besiedelt. Lars Herford wohnt in einem weniger dicht besiedelten Gebiet und dennoch mitten in Hamburg. In seiner Nachbarschaft hat Christiane Kreibe eine Wiese gefunden. Hier sollen bald Flüchtlinge leben. Hier sind wir schon, ne? Das ist dieser gesamte Bereich hier. Seit Jahren ist die Wiese ungenutzt. Herford findet das auch gut so. Nun will Bezirksamtsleiter Thorsten Seewicke hier Wohncontainer für 288 Flüchtlinge aufstellen lassen. Wir schauen jetzt hier eben auf eine Fläche, die zunächst grün erscheint, die in der Vergangenheit, letzten Jahrzehnte, ausgleichend war für die diversen Hochwasser, die auch regelmäßig auf gut Deutsch abgesoffen ist. Was aber natürlich auch gut war, weil dadurch wurden die Anwohner ein bisschen verschont. Und hier ist einfach vorgesehen, eine Bebauung vorzunehmen für 300 Wohnunterkünfte. Dann wird sich diese Grünfläche natürlich auflösen und man wird hier eine Wohnsiedlung sehen. Davor haben Herford und viele Anwohner Angst. Sie befürchten, dass die Bebauung der Fläche zu noch mehr Überschwemmungen führt. Sie berufen sich auf eine EU-Richtlinie, nach der die Wiese wichtig für den Hochwasserschutz sei. Lars Herford geht es aber um mehr, sagt er. Der Lärm von Flugzeugen und Güterzügen hier sei eine Zumutung für die Flüchtlinge. Es ist ja auch eigentlich eine Frage des Respekts. Wo bringe ich diese Menschen unter? Weil es macht ja keinen Sinn, Menschen, die Wohnbedürfnisse haben, in Nicht-Wohngebieten unterzubringen. Also meinen Sie, sie würden sich sowieso im harten Deal nicht wohlfühlen? Sie meinen jetzt ich persönlich, oder? Nö, jetzt, wenn die Flüchtlinge nur es kommen. Geht nicht um Wohlfühlen. Es ist gesundheitsschädigend. Aber Sie wohnen doch auch im Grünen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe eine Baugenehmigung für eine Wohnbebauung aus einer Zeit der 30er Jahre, die aber immer noch gilt. Und diesen Anachronismus hat man des Öfteren, dass man eine Wohnbaugenehmigung hat in einem Planungsgebiet, wo das nach heutigen Maßstäben eben nicht mehr vorgesehen ist. Damit habe ich auch überhaupt keine Probleme. Das habe ich ja vorher gewusst. Und wie Sie selbst sagen, es ist ja durchaus auch hier ein angenehmes Wohnen, wenn man mal absieht von den Lärmbelästigungen durch die Flugzeuge und auch durch die Güterumgehungsbahn, wo wir ja aber eben auch tätig sind. Lars Herford engagiert sich gegen Fluglärm, gegen Güterzüge und gegen die Bebauung der freien Fläche für Flüchtlinge. Wenn man dem jetzt folgt, auch gesetzlich, dann würde es ja bedeuten, dass man sagt, jede Grünfläche ist potenziell eine Flüchtlingsunterkunftsfläche. Könnte ja so weit gehen, dass man sagt, die Alsterwiesen sind definitiv eine Fläche zur Bebauung mit Wohnunterkünften für Flüchtlinge. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, dass wir die Befürchtung haben, hier werden Präzedenzfälle geschaffen, wenn man sich nicht wehrt. Er will sich wehren, auf einer anstehenden Infoveranstaltung des Bezirksamtes. Bezirksamtsleiter Thorsten Seewicke wird diese Veranstaltung leiten. Er ist jetzt unterwegs zu einer Fläche, die der Stadt gehört, auf der eigentlich schon längst Flüchtlinge leben sollten. Die Container standen schon. Also nach der damaligen Planung stand hier alles voller Container, und zwar in drei Reihen nebeneinander. Hier in diesen Gebäuden sind die Sozialräume vorgesehen gewesen, das heißt Duschen, Unterkünfte für Mitarbeiter, Büros, das ist alles drin in einem Tip-Top-Zustand. Vorne fährt gleich der Bus, da vorne ist Einkaufsmöglichkeit, besser jetzt nicht geklappt. Die Container wurden wieder abgebaut, weil die Besitzerin einer nahegelegenen Spielhalle Umsatzeinbußen durch die Flüchtlinge befürchtete, erzählt uns Seewicke. Sie klagte und bekam recht. Unsere Handlungsalternativen in dieser Angelegenheit sind extrem überschaubar. Extrem überschaubar. Wir müssen handeln, wir müssen die Menschen unterbringen. Wir haben keine Chance, lange zu warten. Und wenn wir wie hier am Offerkampf verlieren, ist das ärgerlich. Aber am Ende unabänderlich, das passiert mal. Widerstand vermeiden, indem er von Anfang an nur die Bürger entscheiden lässt, davon hält er nichts. Dann passiere gar nichts. Leere Gebäude blieben ungenutzt. Warum sollen alle Eimsbüttler, 250.000 Einwohner, darüber entscheiden, wo wir an 10 oder 12 Standorten möglicherweise, wenn denn die rechtlichen Rahmenbedingungen das alles hergeben, Flüchtlinge unterbringen? Das ist doch abwegig. Wir sind die Verwaltung, wir entscheiden das, bereiten das vor und wir müssen es auch rechtssicher durchbringen. Ich will mal ein anderes Beispiel wählen. Sie können sich als Mieterin Ihre Nachbarn auch nicht aussuchen. In der Wohnsiedlung am Grandweg leben mittlerweile rund 150 Flüchtlinge. Rüdiger Mioska und einigen seiner Nachbarn wird das langsam zu viel. So,
Um einzelne Familien könne man sich kümmern, aber mittlerweile nehmen die Flüchtlinge überhand. Wer schützt uns? Mieter? Aber vor wem denn? Ja, das sind ja nicht alles Heilige, die hierher kommen. Und wir wissen ja, dass der Diebstahl und Einbruch alles zunimmt. Und das kommt ja nicht davon, weil die Deutschen jetzt schlechter geworden sind, sondern weil wir jetzt Zuwanderung haben. Wir haben Gott sei Dank einen Hund, da wird auch schon gemeckert. Und ja, der Hund, der macht ja auch so viel Lärm. Die Leute haben Angst vor dem Hund. Ich sag, die sollen auch Angst haben. Und ab 20 Uhr tobt der Bär. Dann tobt hier der Bär, auch an Wochentagen. Und am Wochenende sowieso, weil aus welchen Gründen auch immer kennen die keine Sonn- und Feiertage. Nicht nur an diesem Abend bleibt es ruhig. Direkt über Mioska wohnt eine Familie aus Syrien. Seat und seine Frau haben Glück gehabt. Hallo. Mit ihren vier Kindern konnten sie aus Aleppo fliehen. Erst in den Libanon, dann nach Hamburg. Ihre Eltern und Geschwister hatten dieses Glück nicht. Sie sind noch in Syrien. My home, I don't know if still have home or no. Ich weiß nicht, ob es mein Zuhause noch gibt. Ich hatte auch einen kleinen Laden. Ich weiß auch nicht, ob es den noch gibt oder nicht. Still there or no, I don't know. Zu vielen Leuten geht es so wie uns. Auch sie wissen einfach gar nichts. Aber wir hoffen, dass wir eines Tages wieder nach Hause gehen können. Aber ich weiß es nicht. In Syrien führte die Familie ein gutes Leben. In Deutschland fangen sie ganz von vorne an. Ab nächsten Monat besucht Seat den Deutschkurs. Drei seiner Kinder gehen zur Schule. Vor allem für seine Kinder haben seine deutschen Nachbarn wenig Verständnis. Die machen nämlich, so der Vorwurf, Lärm. Die Deutschen haben nicht so viele Kinder. Und Kinder wollen ständig spielen, schreien auch mal, rennen durch die Gegend. Wir wollen anderen keine Probleme machen. Vielleicht kann ich eine Wohnung im Erdgeschoss bekommen. Für meine Kinder wäre das besser, auch für die Nachbarn und mich. Christiane Kreipe muss mal wieder los. Ein ehemaliges leerstehendes Schulgelände kontrollieren. Dort sollen demnächst die Bauarbeiten beginnen. Wir haben die Fläche das erste Mal im August des letzten Jahres genannt bekommen und sind seitdem dran, jede Hürde, die sich uns stellt, aus dem Weg zu räumen, damit wir diese Fläche nutzen können. 126 Flüchtlinge könnten dann auf dem Gelände einer Schule leben. In Wohncontainern. Aber das Verfahren zieht sich hin, obwohl das Gelände sehr geeignet erscheint. Das ist immer gut. So ein Boden ist immer gut. Der ist flach. Da kann man relativ kurzfristig was draufstellen. Da stehen einige Bäume. Nach meiner ersten Einschätzung sind die nicht schützenswert. Das ist auch ganz gut. Zur Fläche gehört eigentlich alles, bis zu der hinteren Reihe. Sogar ein Spielplatz ist hier. Das ist schön angelegt. Eigentlich schade, ne? Dass keiner, kein Wilhelmsburger das sonst nutzt hier. Ja, das ist ein Gleichgewichtsding. Okay, ja, das ist nett. Ja, ist gut. Schön. Doch bis hier tatsächlich 126 Flüchtlinge leben können, müssen zig Behörden und Ämter gefragt, unzählige Vorschriften geprüft und jede Menge Gutachten eingeholt werden. Wir hatten eine Kollegin, die muss jetzt irgendwelche Fledermausgutachten über ein Jahr ertragen, bevor wir eine Fläche nutzen können. Und da hatten wir nur noch ein hysterisches Lachen, weil wir sagten, wir kennen schon die kleine zierliche Tellerschnecke, wir kennen jetzt Fledermäuse, wir kennen Überschwemmungen, wir kennen Kampfmittel, wir kennen Störfallkreise. Eigentlich dürfte uns nichts mehr aus der Bahn werfen, aber ich bin mir nicht sicher, ob da nicht doch noch was kommt. Damit soll Christiane Kreipe noch recht behalten.
Er wartet noch immer auf die Baugenehmigung im Nobelviertel, Thorsten Sewicke. Perfekt sei der Standort nicht, aber gut genug, dass dort 228 Flüchtlinge gut leben könnten. Jeder Standort, den ich bisher in Eimsbüttel gesehen habe, hat Ecken und Kanten, hat Probleme, manchmal rechtlicher Art, dann sind wir in einer schwierigen Situation, manchmal tatsächlich welche der Lage. Und andere haben wiederum Themen, wo man sagen will, naja gut, das ist hier doch eigentlich ganz idyllisch. Warum muss hier jetzt eine Flüchtlingsunterkunft her? Das fragen sich auch immer noch die Anwohner der Hochwasserwiese. Sewicke bereitet sich auf die Infoveranstaltung vor. Gleich muss er den Anwohnern Rede und Antwort stehen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Nachbarn, die rund um die Wiese wohnen, sind gegen die Flüchtlingsunterkunft. Sie glauben, dass durch die Versiegelung und Bebauung der Wiese ihre Häuser noch häufiger unter Wasser stehen werden. Die Behörden bestreiten das. Auch Lars Herford ist gekommen. Unmut macht sich breit. Meine Damen und Herren, das machen wir nicht aus Dachke. Das machen wir, weil die Zahlen so sind, wie sie sind. Wir haben die Verpflichtung, diese Menschen unterzubringen. Wir gehen hier das Risiko ein, dass einer von Ihnen als Anlieger, der ein Recht hat, sich dagegen rechtlich wehrt. Ich finde es natürlich auch schade, dass wir dass wir unsere Volksvertreter verklagen müssen, um unsere Sorgen und Nöte hier durchsetzen zu können. Das ist meine Meinung dazu. Trotzdem, Bezirksamtsleiter Sewicke hält an der Wiese fest. Wir sind es gewohnt, dass unsere Genehmigungen auch vor den Gerichten überprüft werden. Und wir werden auch einer gerichtlichen Überprüfung standhalten, da bin ich ziemlich sicher. Die einen haben Vorschläge, wo Flüchtlinge angeblich besser aufgehoben seien. Andere bringen sich in Stellung. Ich denke mal, wenn Angst sich entlädt, dann glaube ich, ist eine Klage noch vergleichsweise solide. Also insofern denke ich, damit ist dann ganz bestimmt zu rechnen, natürlich. In der Wohnsiedlung am Grandweg in Lockstedt ist noch niemand vor Gericht gezogen. Stattdessen gibt es immer mehr ehrenamtliche Helfer wie Helena Peltonen. Als sie hörte, dass die Behörde viele Flüchtlinge in ihrem Viertel unterbringt, war sie zur Stelle. Hallo. Helena Peltonen unterstützt jetzt ehrenamtlich Menschen wie Adam. Er lebt mit seiner Familie seit 2 Monaten am Grandweg. Sie übersetzt die Briefe, die Flüchtlinge wie er von den deutschen Behörden bekommen. Ja, okay, das war die. Ich ja. Weiß, wer ich fahre. Die Flüchtlinge bekommen Berge von Post von verschiedenen Behörden. Und sie können zu Beginn überhaupt nicht einordnen, wo die Post herkommt, welche Behörde wofür zuständig ist. Also gilt es einfach, die Dokumente zu lesen, selbst zu verstehen und dann es den Flüchtlingen zu erklären, worum es geht. This is from the school. Where they are, yes. They officers, giving... yes. And this is actually the confirmation. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich pensioniert bin, gesund bin, mir geht's gut. Das Glück hat es gut mit mir gemeint und ich habe riesige Freude daran, dieses Glück einfach zu teilen. Adam möchte nicht erkannt werden. Auch er hat Angst um die Verwandten, die in Syrien geblieben sind. Er versucht, sich in Deutschland zurechtzufinden. Und es ist ihm wichtig, dass seine deutschen Nachbarn ihn und seine Familie mögen. We are trying our best. Wir versuchen unser Bestes, ihre Kultur zu verstehen, was den Menschen hier gefällt und was ihnen nicht gefällt. Wir sind hier Gäste in deren Land, wir sind jetzt ihre Nachbarn und leben mit ihnen zusammen unter einem Dach. Wir bemühen uns, niemandem zur Last zu fallen. Für einige deutsche Nachbarn spielt das keine Rolle. Sie wünschen sich immer noch, dass die vielen Flüchtlinge aus der Siedlung wieder verschwinden. Tschüss, tschüss. Ich glaube, vieles sind Ängste. Schlicht und einfach, weil es sind Leute, die kommen, sie sehen anders aus, sie sprechen anders, sie haben andere Sitten, sie haben andere Praktiken. Zu Beginn bedeutet das erst einmal Ängste. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir über die Zeit hier einfach ein ganz normales Verhältnis bekommen. Das Straßenbild hat sich ein bisschen geändert, aber mittlerweile hat jeder, glaube ich, es mitbekommen. Es gibt keinen Grund, wirklich Angst zu haben. Doch einige wollen sich nicht an die Flüchtlinge gewöhnen.
Rüdiger Mioska sind es immer noch zu viele für seine kleine Siedlung. Kriegsflüchtlinge, die sind teilweise traumatisiert. Mhm. Das ist wohl wahr. Aber ich kann nicht alle über einen Kamm scheren und sagen, nun sind sie alle traumatisiert. Weil wir sind jetzt langsam an dem Punkt, wo dann auch die Bestandsmieter traumatisiert sind. Immer mehr Wohnungen werden mit Flüchtlingen belegt. Nach seiner Rechnung sind es inzwischen 40 Wohnungen und 200 Flüchtlinge. Mioska vermisst seine Ruhe. Die Gäste der Bundeswehr Deutsche haben eine andere Lebensweise. Gedämpfte Stimmung oder sich gedämpfte Unterhaltung ist offensichtlich nicht möglich. Können Sie sich vorstellen, dass Sie sich irgendwann daran gewöhnen? Nein, das möchte ich auch nicht. Ja. Seinen direkten Nachbarn aus Syrien hilft Mioska ab und zu. Die passen sich gut an, machen Fortschritte, sagt er. So gehöre sich das. An der Stimmung in der Siedlung ändert das nichts. In Gesprächen mit Bestandsmietern wurde mir sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass das weniger als ein Funke noch bedarf, wo möglicherweise die verbale Aggressivität einiger Bestandsmieter, stabiler, jüngerer Bestandsmieter, dass das dann möglicherweise eskaliert. Sie meinen, dass die dann im Prinzip mit physischer Gewalt auf die Flüchtlinge zugehen werden? Ja. Das will ich nicht ausschließen, dass der eine oder andere eben auch möglicherweise sich einen Stock oder zum Beispiel einen Baseballschläger zugelegt hat. Der Polizei ist bis zu diesem Tag kein einziger Übergriff von Flüchtlingen auf Altmieter bekannt. 2 Monate nach unserem letzten Besuch sind wir noch einmal in der Sozialbehörde bei Christiane Kreipe. Sie musste inzwischen sogar ein Hotel für Flüchtlinge anmieten. Alles andere ist noch nicht fertig geworden. Auf dem ehemaligen Schulhof mit dem schönen Spielplatz in Wilhelmsburg haben die Bauarbeiten noch nicht mal angefangen. Dieses Mal ist es ein Baum. Bei der genaueren Vermessung hat man festgestellt, dass es dort doch eine Platane gibt, die in der Krone größer ist als in der Berechnung vorher angegeben. Und von daher mussten wir die Arbeiten erstmal wieder einstellen. Das Tiefbauunternehmen hat sich nicht weiter herangetraut und gefragt, ob sie denn Container doch so hinstellen können. Und jetzt muss neu vermessen werden, es muss ein neuer Plan gemacht werden und es kann passieren, wenn der Naturschutz aus dem Bezirk eine Stellungnahme dazu abgibt, dass es so nicht geht, müssen wir einen Container verschieben. Das heißt, wir müssen eine neue Umplanung machen. Von daher verschiebt sich die Herrichtung des ganzen Standortes nochmal. Alles wegen eines Baumes? Ja. Christiane Kreipe lässt sich nicht unterkriegen. Immerhin haben sie und ihre Kollegen in diesem Jahr schon Unterkünfte für 2000 Flüchtlinge geschaffen. Ich habe das Gefühl, am Ende, egal wie wir uns für irgendwas einsetzen, wenn wir am Ende irgendwie eine Einrichtung mit Plätzen geschaffen haben, haben wir was Gutes getan. Und ja, das ist letztendlich mein Motor. Doch die Situation wird immer dramatischer. Deshalb hat der Hamburger Senat jetzt, gestützt auf das sogenannte Polizeirecht, beschlossen, vorübergehend auf Baugenehmigungsverfahren und Bürgeranhörungen zu verzichten. So will man kurzfristig neue Flüchtlingsunterkünfte bereitstellen und hofft dabei auf die Solidarität der Einwohner einer Stadt, der es noch immer sehr gut geht. Fürchten, dass die Bebauung der Fläche zu noch mehr Überschwemmungen führt. Sie berufen sich auf eine EU-Richtlinie, nach der die Wiese wichtig für den Hochwasserschutz sei. Lars Herfurth geht es aber um mehr, sagt er. Der Lärm von Flugzeugen und Güterzügen hier sei eine Zumutung für die Flüchtlinge. Es ist ja auch eigentlich eine Frage des Respekts. Wo bringe ich diese Menschen unter? Weil es macht ja keinen Sinn, Menschen, die Wohnbedürfnisse haben, in Nicht-Wohngebieten unterzubringen. Also meinen Sie, sie würden sich sowieso im harten Deal nicht wohlfühlen? Sie meinen jetzt ich persönlich, oder? Nö, jetzt, wenn die Flüchtlinge nur kommen. Es geht nicht um Wohlfühlen. Also geht hier nicht, der Lautstärke. Es geht hier nicht, es ist gesundheitsschädigend.
Aber Sie wohnen doch auch im Grünen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe eine Baugenehmigung für eine Wohnbebauung aus einer Zeit der 30er Jahre, die aber immer noch gilt. Und diesen Anachronismus hat man des Öfteren, dass man eine Wohnbaugenehmigung hat in einem Planungsgebiet, wo das nach heutigen Maßstäben eben nicht mehr vorgesehen ist. Damit habe ich auch überhaupt keine Probleme. Das habe ich ja vorher gewusst. Und wie Sie selbst sagen, es ist ja durchaus auch hier ein angenehmes Wohnen, wenn man mal absieht von den Lärmbelästigungen durch die Flugzeuge und auch durch die Güterumgehungsbahn, wo wir ja aber eben auch tätig sind. Lars Herford engagiert sich gegen Fluglärm, gegen Güterzüge und gegen die Bebauung der freien Fläche für Flüchtlinge. Wenn man dem jetzt folgt, auch gesetzlich, dann würde es ja bedeuten, dass man sagt, jede Grünfläche ist potenziell eine Flüchtlingsunterkunftsfläche. Könnte ja so weit gehen, dass man sagt, die Alsterwiesen sind definitiv eine Fläche zur Bebauung mit Wohnunterkünften für Flüchtlinge. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, dass wir die Befürchtung haben, hier werden Präzedenzfälle geschaffen, wenn man sich nicht wehrt. Er will sich wehren auf einer anstehenden Infoveranstaltung des Bezirksamtes. Bezirksamtsleiter Thorsten Seewicke wird diese Veranstaltung leiten. Er ist jetzt unterwegs zu einer Fläche, die der Stadt gehört, auf der eigentlich schon längst Flüchtlinge leben sollten. Die Container standen schon. Also nach der damaligen Planung stand hier alles voller Container, und zwar in drei Reihen nebeneinander. Hier in diesen Gebäuden sind die Sozialräume vorgesehen gewesen, das heißt Duschen, Unterkünfte für Mitarbeiter, Büros, das ist alles drin in einem Tip-Top-Zustand. Vorne fährt gleich der Bus, da vorne ist Einkaufsmöglichkeit. Besser jetzt nicht geklappt. Die Container wurden wieder abgebaut, weil die Besitzerin einer nahegelegenen Spielhalle Umsatzeinbußen durch die Flüchtlinge befürchtete, erzählt uns Seewicke. Sie klagte und bekam recht. Unsere Handlungsalternativen in dieser Angelegenheit sind extrem überschaubar. Extrem überschaubar. Wir müssen handeln, wir müssen die Menschen unterbringen. Wir haben keine Chance, lange zu warten. Und wenn wir wie hier am Offerkampf verlieren, ist das ärgerlich. Aber am Ende unabänderlich, das passiert mal. Widerstand vermeiden, indem er von Anfang des Glück nicht. Sie sind noch in Syrien. My home, I don't know if still have home or no. Ich weiß nicht, ob es mein Zuhause noch gibt. Ich hatte auch einen kleinen Laden. Ich weiß auch nicht, ob es den noch gibt oder nicht. Still there or no, I don't know. Zu vielen Leuten geht es so wie uns. Auch sie wissen einfach gar nichts. Aber wir hoffen, dass wir eines Tages wieder nach Hause gehen können. Aber ich weiß es nicht. In Syrien führte die Familie ein gutes Leben. In Deutschland fangen sie ganz von vorne an. Ab nächsten Monat besucht Sead den Deutschkurs. Drei seiner Kinder gehen zur Schule. Vor allem für seine Kinder haben seine deutschen Nachbarn wenig Verständnis. Die machen nämlich, so der Vorwurf, Lärm. Die Deutschen haben nicht so viele Kinder. Und Kinder wollen ständig spielen, schreien auch mal, rennen durch die Gegend. Wir wollen anderen keine Probleme machen. Vielleicht kann ich eine Wohnung im Erdgeschoss bekommen. Für meine Kinder wäre das besser, auch für die Nachbarn und mich. Christiane Kreipe muss mal wieder los. Ein ehemaliges leerstehendes Schulgelände kontrollieren. Dort sollen demnächst die Bauarbeiten beginnen. Wir haben die Fläche das erste Mal im August des letzten Jahres genannt bekommen und sind seitdem dran, jede Hürde, die sich uns stellt, aus dem Weg zu räumen, damit wir diese Fläche nutzen können. 126 Flüchtlinge könnten dann auf dem Gelände einer Schule leben. In Wohncontainern. Aber das Verfahren zieht sich hin, obwohl das Gelände sehr geeignet erscheint. Das ist immer gut. So ein Boden ist immer gut. Der ist flach. Da kann man relativ kurzfristig was draufstellen. Da stehen einige Bäume. Nach meiner ersten Einschätzung sind die nicht schützenswert.
Das ist auch ganz gut. Zur Fläche gehört eigentlich alles, bis zu der hinteren Reihe. Sogar ein Spielplatz ist hier. Das ist schön angelegt. Eigentlich schade, ne? Dass keiner, kein Wilhelmsburger das sonst nutzt hier. Ja, ja, das ist so ein Gleichgewichtsding. Okay. Ja, das ist nett. Ja, ist gut. Schön. Doch mitten ist in diesem Rucksack. Für mich, mein Mann und die beiden Kinder. Ich wünsche mir, meine Familie wiederzusehen. Es geht mir nicht so sehr um Syrien, aber um meine Familie. Ich möchte meine Schwestern wiedersehen, meine Mutter, meinen Vater. Ich weiß nicht, ob ich sie jemals wiedersehen werde. Er wohnt auch in der Siedlung. Rüdiger Mioska macht seinen abendlichen Rundgang. Seit hier immer mehr Flüchtlinge leben, ist nicht mehr alles so, wie es sich gehört. Bis hier vorne hin war das mit Müll und sodass sehr schnell sich auch die Ratten hier breit gemacht hatten, die am Tage auch gesehen worden sind. Mioska dokumentiert die Veränderungen penibel, auch die Müllvermehrung. Wenn Sie das genau sehen, da sind immer noch die Klappen zu, also da passt noch was rein. Ist es denkbar, dass Sie versuchen, denen das beizubringen? Nee, ich nicht. Ja, ich körperlich nicht. Nein, nein, nein. Weil immer mehr Menschen in der Siedlung wohnen, gibt es auch mehr Müll. Die Verwaltung will die Mülltonnen in Zukunft häufiger leeren lassen. Christiane Kreipe ist inzwischen zurück in der Sozialbehörde. Ja, das ist, wenn ich es richtig gesehen habe, liegt das auch im Industriegebiet. Das wird uns besonders. Nach dem Rheinfall mit der Fläche in Wilhelmsburg bespricht sie mit ihrer Chefin, welche anderen Möglichkeiten noch in Frage kommen. Das ist total bewaldet. Richtig. Und für eine kurzfristige Maßnahme, wie wir jetzt die Not haben, würde das auf keinen Fall klappen. Die Auffanglager sind völlig überbelegt. 750 Flüchtlinge warten dringend auf Wohnraum. Wir hätten auch gerne eine Reservefläche, wo man sagen könnte, die kann man notfalls nehmen, um Container drauf zu bauen. Ja, aber die gibt es nicht. Nee, die gibt es nicht. Die Zeiten sind vorbei. Dazu ist Hamburg zu dicht besiedelt. Lars Herford wohnt in einem weniger dicht besiedelten Gebiet und dennoch mitten in Hamburg. In seiner Nachbarschaft hat Christiane Kreipe eine Wiese gefunden. Hier sollen bald Flüchtlinge leben. Hier sind wir schon, ne? Das ist dieser gesamte Bereich hier. Seit Jahren ist die Wiese ungenutzt. Herford findet das auch gut so. Nun will Bezirksamtsleiter Thorsten Seewicke hier Wohncontainer für 288 Flüchtlinge aufstellen lassen. Wir schauen jetzt hier eben auf eine Fläche, die zunächst grün erscheint, die in der Vergangenheit, letzten Jahrzehnte, ausgleichend war für die diversen Hochwasser, die auch regelmäßig auf gut Deutsch abgesoffen ist. Was aber natürlich auch gut war, weil dadurch wurden die Anwohner ein bisschen verschont. Und hier ist einfach nun für Flüchtlinge bestimmt. Nö, dann war es das erstmal. Die sieht ja richtig gut aus. Wir haben hier einen Park hinter der Anlage. Man hat gute Einkaufsmöglichkeiten. Es gibt hier die Straße runter, Grandweg in Aldi, hier um die Ecke, in der Stresemann Allee, ein Edeka-Geschäft. Die Schulen liegen rundherum, Kindergärten sind da. Wir kriegen viele Spenden aus der Nachbarschaft, Kinderwagen, was alles, was gebraucht wird. Und ich denke, es wird ein nettes Miteinander werden. Es dauert eine Zeit. Seit 3 Wochen lebt auch diese Familie aus Syrien hier. Auch sie haben Spenden bekommen. Sie kommen aus Homs, wollen nicht erkannt werden, weil sie Angst um ihre Angehörigen zu Hause haben. Jeden Tag fielen Bomben auf ihre Stadt. Dann erlebten sie, wie ihre Nachbarn erschossen wurden. Sie entschieden sich zur Flucht. I want open. I press this. The car is weak, you know. Als ich das Auto aufgemacht habe mit der Fernbedienung, haben Scharfschützen knapp an meinem Kopf vorbeigeschossen und das Auto getroffen. Me. Over my head in the car. Trotzdem haben sie es geschafft, Homs zu verlassen. Ihre Heimatstadt ist völlig zerstört. Das Krankenhaus ist sehr, sehr gut. Aber jetzt, seht.
Da gingen wir immer hin, um einzukaufen, Gemüse und Obst. Schleuser brachten die Familie über das Mittelmeer nach Sizilien, dann nach Hamburg. 12 Tage on the road. Wir waren 12 Tage unterwegs. Keiner hat geschlafen. Everybody. Konnten Sie etwas essen? No. Sie sind dankbar, dass Sie hier Zuflucht gefunden haben. Das Einzige, was Sie von zu Hause mitnehmen konnten, ist in diesem Rucksack. Für mich, mein Mann und die beiden Kinder. Ich wünsche mir, meine Familie wiederzusehen. Es geht mir nicht so sehr um Syrien, aber um meine Familie. Ich möchte meine Schwestern wiedersehen, meine Mutter, meinen Vater. Ich weiß nicht, ob ich sie jemals wiedersehen werde. Er wohnt auch in der Siedlung. Rüdiger Mioska macht seinen abendlichen Rundgang. Seit hier immer mehr Flüchtlinge leben, ist nicht mehr alles so, wie es sich gehört. Bis hier vorne hin war das mit Müll und sodass sehr schnell sich auch die Ratten hier breit gemacht hatten, die am Tage auch gesehen worden sind. Mioska, Duck und Ämter gefragt, unzählige Vorschriften geprüft und jede Menge Gutachten eingeholt werden. Wir hatten eine Kollegin, die muss jetzt irgendwelche Fledermausgutachten über ein Jahr ertragen, bevor wir eine Fläche nutzen können. Und da hatten wir nur noch ein hysterisches Lachen, weil wir sagten, wir kennen schon die kleine zierliche Tellerschnecke, wir kennen jetzt Fledermäuse, wir kennen Überschwemmungen, wir kennen Kampfmittel, wir kennen Störfallkreise. Eigentlich dürfte uns nichts mehr aus der Bahn werfen, aber ich bin mir nicht sicher, ob da nicht doch noch was kommt. Damit soll Christiane Kreipe noch recht behalten. Er wartet noch immer auf die Baugenehmigung im Nobelviertel, Thorsten Sewicke. Perfekt sei der Standort nicht, aber gut genug, dass dort 228 Flüchtlinge gut leben könnten. Jeder Standort, den ich bisher in Eimsbüttel gesehen habe, hat Ecken und Kanten, hat Probleme, manchmal rechtlicher Art, dann sind wir in einer schwierigen Situation, manchmal tatsächlich welche der Lage. Und andere haben wiederum Themen, wo man sagen würde, naja gut, das ist hier doch eigentlich ganz idyllisch. Warum muss hier jetzt eine Flüchtlingsunterkunft her? Das fragen sich auch immer noch die Anwohner der Hochwasserwiese. Sewicke bereitet sich auf die Infoveranstaltung vor. Gleich muss er den Anwohnern Rede und Antwort stehen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Nachbarn, die rund um die Wiese wohnen, sind gegen die Flüchtlingsunterkunft. Sie glauben, dass durch die Versiegelung und Bebauung der Wiese ihre Häuser noch häufiger unter Wasser stehen werden. Die Behörden bestreiten das. Auch Lars Herford ist gekommen. Unmut macht sich breit. Wie lange ein Widerspruch in dieser Sache dauert? Meine Damen und Herren, das machen wir nicht aus Dachke. Das machen wir, weil die Zahlen so sind, wie sie sind. Wir haben die Verpflichtung, diese Menschen unterzubringen. Wir gehen hier das Risiko ein, dass einer von Ihnen als Anlieger, der ein Recht hat, sich dagegen rechtlich wehrt. Ich finde es natürlich auch schade, dass wir als, dass wir unsere Volksvertreter verklagen müssen, um unsere Sorgen und Nöte hier durchsetzen zu können. Das ist meine Meinung dazu. Trotzdem, Bezirksamtsleiter Sewicke hält an der Wiese fest. Wir sind es gewohnt, dass unsere Genehmigungen auch vor den Gerichten überprüft werden. Und wir werden auch einer gerichtlichen Überprüfung standhalten, da bin ich ziemlich sicher. Die einen haben Vorschläge, wo Flüchtlinge angeblich besser aufgehoben seien, andere bringen sich in Stellung. Ich denke mal, wenn Angst sich entlädt, dann glaube ich, ist eine Klage noch vergleichsweise solide. Also insofern denke ich, damit ist dann ganz bestimmt zu rechnen, natürlich. In der Wohnsiedlung am Grandweg in Lockstedt ist noch niemand vor Gericht gezogen. Stattdessen gibt es immer mehr ehrenamtliche Helfer wie Helena Peltonen. Als sie hörte, dass die Behörde viele Flüchtlinge, Unmut macht sich breit. Wie lange ein Widerspruch in dieser Sache dauert? Meine Damen und Herren, das machen wir nicht aus Dachke. Das machen wir, weil die Zahlen so sind, wie sie sind. Wir haben die Verpflichtung, diese Menschen unterzubringen. Wir gehen hier das Risiko ein, dass einer von Ihnen als Anlieger, der ein Recht hat, sich dagegen rechtlich wehrt. Ich finde es natürlich auch schade, dass wir als, dass wir unsere Volksvertreter verklagen müssen, um unsere Sorgen und Nöte hier durchsetzen zu können. Das ist meine Meinung dazu. Danke.
trotzdem. Bezirksamtsleiter Sewicke hält an der Wiese fest. Wir sind es gewohnt, dass unsere Genehmigungen auch vor den Gerichten überprüft werden. Und der hat auch einer gerichtlichen Überprüfung standhalten, da bin ich ziemlich sicher. Die einen haben Vorschläge, wo Flüchtlinge angeblich besser aufgehoben seien, andere bringen sich in Stellung. Ich denke mal, wenn Angst sich entlädt, dann glaube ich, ist eine Klage noch vergleichsweise solide. Also insofern denke ich, damit ist dann ganz bestimmt zu rechnen, natürlich. In der Wohnsiedlung am Grandweg in Lockstedt ist noch niemand vor Gericht gezogen. Stattdessen gibt es immer mehr ehrenamtliche Helfer wie Helena Peltonen. Als sie hörte, dass die Behörde viele Flüchtlinge in ihrem Viertel unterbringt, war sie zur Stelle. Hallo. Helena Peltonen unterstützt jetzt ehrenamtlich Menschen wie Adam. Er lebt mit seiner Familie seit 2 Monaten am Grandweg. Sie übersetzt die Briefe, die Flüchtlinge wie er von den deutschen Behörden bekommen. Ja, okay, das war die. Ich weiß, wer ich fahre. Die Flüchtlinge bekommen Berge von Post von verschiedenen Behörden. Und sie können zu Beginn überhaupt nicht einordnen, wo die Post herkommt, welche Behörde wofür zuständig ist. Also gilt es einfach, die Dokumente zu lesen, selbst zu verstehen und dann es den Flüchtlingen zu erklären, worum es geht. This is from the school. Where they are, yes. Officials, yes. And this is actually the confirmation. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich pensioniert bin, gesund bin, mir geht's gut. Das Glück hat es gut mit mir gemeint und ich habe riesige Freude daran, dieses Glück einfach zu teilen. Adam möchte nicht erkannt werden. Auch er hat Angst um die Verwandten, die in Syrien geblieben sind. Er versucht, sich in Deutschland zurechtzufinden. Und es ist ihm wichtig, dass seine deutschen Nachbarn ihn und seine Familie mögen. We are trying our best. Wir versuchen unser Bestes, ihre Kultur zu verstehen, was den Menschen hier gefällt und was ihnen nicht gefällt. Wir sind hier Gäste in deren Land. Wir sind jetzt ihre Nachbarn und leben mit ihnen zusammen unter einem Dach. Wir bemühen uns, niemandem zur Last zu fallen. Für einige Deutsche auch ganz gut zur Fläche gehört eigentlich alles bis zu der hinteren Reihe. Sogar ein Spielplatz ist hier. Das ist schön angelegt. Eigentlich schade, ne? Dass keiner, kein Wilhelmsburger das sonst nutzt hier. Ja, das ist so ein Gleichgewichtsding. Okay. Ja, das ist nett. Ja, ist gut. Ist schön. Doch bis hier tatsächlich 126 Flüchtlinge leben können, müssen zig Behörden und Ämter gefragt, unzählige Vorschriften geprüft und jede Menge Gutachten eingeholt werden. Wir hatten eine Kollegin, die muss jetzt irgendwelche Fledermausgutachten über ein Jahr ertragen, bevor wir eine Fläche nutzen können. Und da hatten wir nur noch ein hysterisches Lachen, weil wir sagten, wir kennen schon die kleine zierliche Tellerschnecke, wir kennen jetzt Fledermäuse, wir kennen Überschwemmungen, wir kennen Kampfmittel, wir kennen Störfallkreise. Eigentlich dürfte uns nichts mehr aus der Bahn werfen, aber ich bin mir nicht sicher, ob da nicht doch noch was kommt. Damit soll Christiane Kreipe noch recht behalten. Er wartet noch immer auf die Baugenehmigung im Nobelviertel, Thorsten Sewicke. Perfekt sei der Standort nicht, aber gut genug, dass dort 228 Flüchtlinge gut leben könnten. Jeder Standort, den ich bisher in Eimsbüttel gesehen habe, hat Ecken und Kanten, hat Probleme, manchmal rechtlicher Art, dann sind wir in einer schwierigen Situation, manchmal tatsächlich welche der Lage. Und andere haben wiederum Themen, wo man sagen würde, naja gut, das ist hier doch eigentlich ganz idyllisch. Warum muss hier jetzt eine Flüchtlingsunterkunft her? Das fragen sich auch immer noch die Anwohner der Hochwasserwiese. Sewicke bereitet sich auf die Infoveranstaltung vor. Gleich muss er den Anwohnern Rede und Antwort stehen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Nachbarn, die rund um die Wiese wohnen, sind gegen die Flüchtlingsunterkunft. Sie glauben, dass durch die Versiegelung und Bebauung der Wiese ihre Häuser noch häufiger unter Wasser stehen werden. Die Behörden bestreiten das. Auch Lars Herford ist gekommen. Unmut macht sich breit. Wie lange ein Widerspruch in dieser Sache dauert? Meine Damen und Herren, das machen wir nicht aus Dachke. Das machen wir, weil die Zahlen so sind, wie sie sind. Wir haben die Verpflichtung, diese Menschen unterzubringen. Wir gehen hier das Risiko ein,
dass einer von Ihnen als Anlieger, der ein Recht hat, sich dagegen rechtlich wehrt. Ich finde es natürlich auch schade, dass wir als, dass wir unsere Volksvertreter verklagen müssen, um unsere Sorgen und Nöte hier durchsetzen zu können. Das ist meine Meinung dazu. Trotzdem. Bezirksamtsleiter Sewicke hält an der Wiese fest. Wir sind es gewohnt, dass unsere Genehmigungen auch vor den Gerichten überprüft werden. Und wir werden auch einer gerichtlichen Überprüfung standhalten, da bin ich ziemlich sicher. Die einen